Knick, knack. Ah. Ist Montag, Freunde. Montag heißt die eine Runde. Heute im Singer Porsche 911 3 Liter. Der ist ja der 3,8 Liter. Ist ja kleine mit 300 PS. Los geht's. Herr Löblich, hör mit dem Blödsinn auf. Achso, warte. Wo muss ich drücken? Richtig gut. Ihr wisst, was euch erwartet. Wir fahren... Hallo? Achso. Wir fahren die wunderbare, die Nordschleife. Ich habe keine Brille auf. Das ist ein bisschen ungewöhnlich. Mir ist die Brille runtergefallen und kaputt. Naja. Kostet ja Gott sei Dank kein Geld, die Scheiße. Ich hoffe, das geht hier so mit dem Kabel. Ich überlebe. Ob wir das hier noch ein bisschen so machen? Vorher war es besser, hier unten. Achso, nee, warte. Ganz anders. Anders da. Meine Damen und Herren, das sind die Einstellminuten von und mit Herrn Löblich. Da müssen wir hier ihn mal lösen. Dann müssen wir den mal da aufhängen. Und dann legen wir das mal hier unten hin, meine Damen und Herren. Jetzt müssen wir hier wieder ziehen. So, ich sehe nichts. Ich hoffe, hier ist der Fernseher nicht zu sehen. Doch, hier so ein bisschen. Soll er aber nicht. Müssen wir hier so ein bisschen eindrehen. Fein. So. Jetzt ist der Fernseher nicht mehr zu sehen. Wir fahren handgeschaltet. Kupplung, Jas, Hillento, volle, komplette Programm. Ich habe gerade festgestellt, die Pedale sind ein wenig... Eigentlich sind sie ganz schön doll lose. Okay, ich hab jetzt... Nee, wir fahren jetzt erstmal. Oh, hier geht noch was von der Lautstärke her. Fein. Wir fahren mit Zollmod 2.0.2. Shader Zoll Extra. Keine weiteren Veränderungen. Es ist... Keine Ahnung, ich glaube der 16. Oktober. Morgens 8.30 Uhr oder so. Und die Zeit sollte sich mit 20-facher Geschwindigkeit fortbewegen. Machen wir mal Licht an, dass man ein paar so Instrumente auch sieht. Und ich bin sehr, sehr lange nicht gefahren am Simulator. Sehr lange. Oh, barfuß sieht es irgendwie fast ein bisschen besser als vorhin mit Badelatschen. Ja, wer die eine Runde nicht kennt, wir haben jetzt mit diesem Fahrzeug nur diesen einen Versuch. Bridge to Gantry, Nordschleife, Touristenstrecke. Wenn ich abfliege und die Runde nicht zählt, Peche hab, did not finish. Wenn ich scheiße fahre, Peche hab, did not finish. Wenn ich sehr gut fahre, sehr gut. Einfach mal die eine Runde. Ich finde, mein Lenkrad ist ziemlich steil angestellt. Es kommt sehr weit von gerade vorne. So. Da könnte ich mal noch die Position ein bisschen verändern. Bin wirklich begeistert, wie geil soll. In Verbindung mit Shader Patch etc. mittlerweile aussieht, ohne dass man... Hat der 5? Ja. Ohne dass man irgendwas dran macht. Richtig gut.
Rückspiegel hätte ich mal ausblenden können. Den brauche ich jetzt nicht wirklich. Vergesse ich immer die Taste. Ich glaube F11. Felf. Pfaffel Pferdefarf. Alter, geil. Lange nicht gemacht. Richtig gut. Richtig gut. Bin vorhin so zum Einstimmen ein bisschen mit Controller gefahren. Das war schon geil. Aber das hier ist einfach nochmal... Ja, ganz andere Hausnummer. Meine Damen und Herren. Oh, oh. God damn it, my friend. We just pulled two wheels out of there onto the curb. Ich darf auf gar keinen Fall vergessen, noch einen Screenshot gleich zu machen fürs Thumbnail, the so-called thumbnail for YouTube. So that you have a very small picture to see, my friend. Oh, das mit den losen Pedalen hätte ich nicht machen können. Dürfen sollen. Alter Falter, wenn die hier, da blockieren relativ schnell die Räder. Ich musste mich vorhin erst immer wieder ein bisschen dran gewöhnen, dass man hier bei mir so aufs Pedal steigen muss. Ich habe nämlich zwei Mods drin. Einmal so ein Gummilager vom Skateboard und einmal hier der Surreal Brake Mod oder wie das Ding heißt, ein Gummikönus. Das macht richtig Spaß. Klicki-klacki jetzt mit der Kiste, aber... Das macht richtig Spaß, aber... Du musst sie hier schon richtig ordentlich auf das Pedal stellen, ne? Dass du hier... auch eine Bremswirkung erzielst. Allerdings merkt man hier schon direkt bei dem Auto, das ist ja eine ganz andere Hausnummer, als vorhin bei den Ferrari 250 GTO, ne? Schön gerade noch eine China-Pfanne fressen. Richtig gut. Freunde, richtig gut. Boah, Alter, die Dinger hat verdammt gute Bremsen. Schade. Was ist denn da passiert? Das ist ein bisschen übertrieben, aber dass ich den so ja nicht einfange... Hätte ich fast geahnt. Unbedingt die Pedale festschrauben. Alter Falter, ist das beschissen. Geht schon was hier. Die ist schön im dritten alles gerade.
Moin, wenn man sich so ein bisschen eingewöhnt hat in den Hobel, geht der gut. Wie gesagt, man muss ein bisschen vorsichtig sein auf der Bremse und auf dem Jas. Und der dritte Young ist sein Freund. Oh, jetzt mal auch einen vierten. Ja, direkt wieder runter in den dritten. Mann, 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 da. Da zieht's mir jedes Mal die Haare vom Sack da. Vom Zick-Sack, vom Siggi die Zick-Sack, Zick-Zack sind die Haare abzack. Oh, fährt ja sich geil da. Ja, das war richtig gut, Freunde. Das war richtig gut, wie immer. Wir kicken gleich nochmal ins Replay rein. Mich interessiert, warum wir da an der einen Stelle gefailt haben. Gangarizer, Rouserizer. So, jetzt können wir hier mit F5-Kamera mal glotzen. Ist schon schön, schöner Wagen. Schöner Wagen. Auch mit den blauen, die tönten, ach, glaube, oder? Ist die tönt oder ist so dieser Chrom-Effekt jetzt? Du weißt ja mittlerweile nicht mehr, was ist Community-Patch-Shader-Döns. Sieht es geil aus, Freunde? Oder sieht es geil aus? Holy Mother Crab. Nice. Das sieht schön wirklich. Nehmen wir glötzen mal ins Replay-Rang. Oh, jetzt geht diese Scheiße hier mit dem Lüfter los. Uiuiuiui, lauert ist es. Mann, sieht das geil aus. Wie gesagt, soll. Ah ja, einfach zu viel Jas. Einfach zu viel Jas. Schade. Schade. Das mit dem Lüfter regt mir jetzt auch auf hier. Ich hoffe, man hört es nicht über den Game Sound. Der mega ist. Oh, gut. Ja, muss ich mal aufmachen und dann ist ja. So, jetzt muss ich mal überlegen, wo ist denn diese Kurve? In der ich immer. Oh, wie geil es einfach aussieht. Schlägst mich doch am Ohr. Holy damn. Ich hatte ja da immer so eine Stelle. Genau, wenn wir hier so rausgeschossen kommen. Hier so. Irgendwie sowas.
So, jetzt hier die F5-Geschichte. Irgendwie so weit war das doch hier, oder? Wenn ich mich da an den Screenshot erinnere. Wenn ich mich erinnere. Oh, erinnere. Ist schon geil. Oh, das mit dem Lüfter. Naja, wir machen hier noch schnell den Schaden. So, ein bisschen mehr hier in the middle of the street. Oh, Alter. Macht mich das schon wieder an. Leck me doch im Arscher. So, jetzt müsste man noch theoretisch hier mit Steuerung und da klicken. Yes! Die Schärfe dorthin. Guck dir das an, Alter. Krass aus. Krass aus. Warum? Ach so, wegen F5-Kamera, oder? Nee, doch. Nee. Doch? Nein, doch. Oh. Doch, oder? Warten Sie, ich prüfe. Ich mach mal nicht Fotomode. Dann machen wir nochmal hier F5-Kamera. So. Und jetzt nochmal F8. Jetzt richtig. Genau. Geil. Mal Fotomodmarker irgendwie nicht. Du kannst, es gibt hier, glaube ich, einen alternativen Fotomodus. Den da. Hier kann man jetzt noch so ein paar Sachen, hier kannst du jetzt nochmal vernünftig irgendwie das alignen und kannst jetzt hier noch ein bisschen andere Sachen so ein bisschen einstellen, so, dass die Kamera irgendwie so und hier kannst du vor allem, was ich ganz geil finde, nochmal einen anderen Field of View einstellen und ich bin ja eigentlich immer so ein Freund von so realistisch nicht, aber von so weit hier, so, und jetzt einfach ein bisschen weiter weg mit der Kamera. Was jetzt auf einmal nicht mehr geht, weil wir sind nicht mehr im Fotomode. Ach, das ist ja witzig. Okay, das kann er nicht. Hier die Fov verstellen. Gibt es auch irgendeine Taste, womit man jetzt hier... Na, ist ja wurscht. Habt auf jeden Fall... Ach so, doch, warte mal. Wir können es ja wenigstens mal probieren. Stücke weg. Andere Fov. Alter, dieses Lenkrad brumm. Da die Schärfe hin oder vielleicht auch hier hin. Oder vielleicht auch dahin. Ne, ich finde gut hier hin. Singer hier, Singer. Songer. Exposure lassen wir alles so, soll extra. Hier könnte man jetzt auch noch andere Dinge einstellen. Brauchen wir nicht. Shutter Speed können wir ja hier mal auf 1,60 lassen. Ist nicht ganz so dolle. Oh! Mann, Alter. Unglaublich, wie das aussieht. It's unbelievable. Mich würde aber auch mal interessieren, was passiert, wenn man hier mal so ein bisschen übertreibt. Machen wir mal eine 1,10. Ja, dadurch, dass wir auch so eine leichte Kurve fahren, ne, kriegt auch der Motion Blur so eine leichte Kurve. Es sieht schon trotzdem fett. Jetzt machen wir mal hier 250, da müsste das ganz wenig nur sein. Na, unten hier so ein bisschen. Ist schon geil. So, haben wir ein bisschen. Der Lack von dem Auto. Die Beleuchtung. Alter. Alter Falter. Liebe Freunde, was soll ich sagen? Wo ist die Facecam? Da ist die Facecam. Vielen Dank, dass du und auch du wieder zugeschaut hast. Vielen Dank für dabei sein. Vielen Dank für frei sein. Mein Name ist Löblich. Das war die eine Runde am heutigen Montag im Singer Porsche 3,8. Als nächstes entweder den AWD oder den anderen
Die haben beide 90 PS mehr und 4 Liter Hubraum. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Euer Lieblingssimulant, Herr Löblich.